Weiter geht's hier süßen mit I Wanna Be The Guy. Wow. Kid, mach nicht so spannend hier, du kleiner Schlingel, du. Kleiner Pornokönig, du. Oder so. Juhu. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wovon diese Musik hier kommt. Also, falls es jemand von euch weiß, schreibt das bitte in die Kommentare. Mir würde interessieren, von welchem Game diese Musik ist, weil ich finde die eigentlich... Oder ob die selber gemixt wurde für I Wanna Be The Guy. Weil ich meine, diese Delicious Fruits, die da runterfallen, also nennt man Delicious Fruits, wenn die genannt in diesem Spiel. Oh, wie geht das jetzt nochmal? Oha. So, okay. Geschafft. Hier kommen Stacheln runter irgendwie. Warum auch immer, ich werde etwas beabsichtigt. Abonnenten, vielen Dank, Abonnenten. Okay, Leute, das ist dieser Song von Dings. Tsushimaru war das, glaube ich. Yorubai Kun dürfte es wissen. Ich glaube, ich frage ihn mal. Oh nein. Piss aus, nichts, bitte nicht. Oh mein Gott. Und ich bin tot. Toll, jetzt kann ich diesen Sprung hier nochmal machen. Diesen lustigen Sprung. Der eigentlich gar nicht so schwer ist. Okay, naja, wobei. Ich weiß es nicht. Ob ich ihn jetzt schwer oder einfach nennen soll. Ich meine, es hat mich jetzt schon gewundert, dass ich meinen First Try schaffe, aber dass ich ihn jetzt immer noch nicht geschafft habe, das zweite Mal. Wieso singe ich jetzt schon wieder die ganze Zeit? Ich bin tot. Kann ich mir das merken, wo dieses Dings ist da? Ich weiß es nicht. Mist. Okay, eigentlich ist er nicht... Ja, das war doof jetzt. Eigentlich ist der Sprung nicht so asozial, aber naja. Er ist auch nicht gerade einfach. Und damit meine ich auch, er ist nicht einfach. Er ist wirklich nicht einfach. So. Okay, er ist einfach. Also, irgendwie ändere ich andauernd meine Meinungen hier und so. Kann man hier einfach rüberlaufen? Ich weiß es nicht mehr. Okay, hier war das. Irgendwo war hier gleich ein Block. Fehlt hier, glaube ich, gleich. Hier. Okay, ich hab's gepackt. Das ist der Super Metroid-Abschnitt. Oh, toll. Ich bin ein Held. Ach ja, hier ist übrigens ein Secret. Also, hier muss man warten. Warten. Warten, dann kommt hier so ein Dings raus und dann kommt hier rein. Und ich kann das nicht mit dem Secret. Deswegen lasse ich es am besten. Ich demonstriere, was passiert, wenn man hier lang geht. Es kommt so ein Mother Brain und... Ja. Wird dann sind wir tot. Deswegen müssen wir den komplizierteren Weg nehmen. Den ein mini bisschen komplizierteren Weg. Hallo? Ich habe gesagt, ein mini bisschen komplizierteren Weg. Dann wird das jetzt wohl... Gut. Hier sollte man schon schießen, weil dann trifft man nämlich die Tür hier. Also da war eine Tür. So eine Tür wie jetzt hier kommt. Ich muss mich jetzt erstmal hier reinfinden in diesen Boss. Den habe ich ewig nicht mehr gemacht, weil bevor ich irgendwann diese Guy das jetzt Play gestartet habe, habe ich nur die drei Bosse bis Dracula da oben gemacht und mehr nicht. Und deswegen war ich jetzt auch in dem letzten Part so verdammt schlecht, weil ich das nicht oft gemacht habe. Und da kommt er direkt raus. Ich glaub's nicht. Okay, wieder eine Sache mehr gelernt, denke ich. Hoffe ich. Will ich. Sollte. Okay.
Das Blöde ist, ich weiß nicht mehr, wie der Boss geht, wie man da richtig springen soll. Ich hatte eine komplett hundertprozentige Taktik, die immer aufgegangen ist, aber ich weiß nicht mehr, wie die ging. Das ist das Blöde, wenn ich das jetzt schon ein Vierteljahr nicht mehr gespielt habe oder so. Vierteljahr, wow, geil. Ah, Mann. Ein Daumen geht gleich schon wieder kaputt hier. Okay, jetzt habe ich ein bisschen. Wie viel hat er denn? Oh, endlich. Daumen, ey. Es tut schon ein bisschen weh, wenn man die ganze Zeit schießt ohne Pause und so. Deswegen wollte ich mich auch nochmal entschuldigen, dass ich dann nicht immer kommentieren kann, wenn ich die Bosse abknall, weil ich meine, man konnte sich das vorstellen, wie ich behindert vor meinem Gamepad sitze, während ich da die ganze Zeit schieße. Sieht nämlich ziemlich verkrüppelt aus, glaube ich. Also ich möchte nicht sehen, wie ich hier sitze. Ah ja, das hier ist übrigens einfach, also seht ihr wahrscheinlich selbst. Wir haben nur eine bestimmte Zeit allerdings. Wenn die Zeit abläuft, dann weiß ich gar nicht mehr, dann sind wir einfach tot, glaube ich. Dann wird der Bildschirm schwarz und es kommt dieses Du bist tot Geräusch, glaube ich. Okay, ich hab's geschafft. Okay, damit wird der Metroid-Abschnitt geschafft und wir sind hier unten. Ich glaube, ich speichere hier hinten mal. Ja, passt sogar. Boah, das wird doch schon wieder lustig, wieder diese komischen Teile hier. Okay. Und hier rüber. Zack. Oh, ach so, da muss ich gleich ein bisschen nach rechts laufen, das ist mies. Ja, das ist richtig knapp. Das ist eine richtig knappe Geschichte. Und ja, das hätte ich mir jetzt auch wieder denken können. So. 148 Tode ist immer noch nicht schlecht. Okay, ach so ging das. Ich weiß es wieder. Gut, ne? Genau, das Sofa knallt dann nach oben und man ist tot. Das habe ich ja ganz verschwitzt. Oder so. Ja, klar. Nee, komm. Also rüber über das Sofa. Ich weiß nicht richtig, wie das geht hier. Okay, geschafft. Dieser Sprung ist aber immer noch behindert, weil das eine Rentnerplattform ist, die ziemlich langsam fährt. Und ich springe nicht mal. Ja, ich habe auch nur den Sprungknopf gedrückt. Das reicht ja nicht, um den Sprungbefehl auszulösen. Man muss ja noch das Passwort eingeben nebenbei. Das habe ich ja ganz vergessen. Ja, ja, Leute, das fuckt schon ab, wenn der Doppelsprung nicht das macht, was er soll. Nämlich funktioniert. So, das ist so eine knappe Geschichte, ey. Das gibt's gar nicht. Ja, und dann läuft der wieder nicht. Es reicht ja nicht, wenn man den Laufknopf noch rechts drückt. Ja, doof. Ah, ich hasse diesen Abschnitt einfach. Diese Abschnitte nach Bowser und nach Mother Brain, die sind so verdammt behindert, weil die sind nicht unbedingt schwer, die sind einfach nur, keine Ahnung, da muss man verdammt viel, die muss man verdammt oft gespielt haben, damit man halt durch, damit man gut durchkommt. Genau, das wollte ich sagen. Und ich habe die halt nicht oft gespielt, ich habe den Abschnitt vielleicht erst 4-mal gespielt in meinem Leben. Toll, das war jetzt Fail. Und auch nicht. Okay, das war ganz schön knapp nochmal.
Oh yeah. Diese Rentnerplattform bekommt wahrscheinlich echt nicht genug Rente, deswegen muss ich nochmal auf langsamer tun. Und das war jetzt schon wieder so scheiße gerade. Boah, langsam frage ich mich, wie das möglich ist, hier so viel zu failen in so einem Screen. Ich raff's einfach nicht mehr. Ja, toll, du pisst mich wieder an hier. Meine Fresse. So, jetzt funktioniert's aber. Ja, ey Mann, jetzt fäll ich hier schon mehr als in Yoshi's Island, auch wenn das gar nicht mehr möglich ist. Ach so, ist richtig. Ich dachte so kurze Zeit, ich habe dieses Prinzip von diesen Gegnern verstanden, aber anscheinend wurde da wieder nichts draus und dann, ja. Jetzt ist es das hier. Ich liebe diese so verdammt langsamen Plattformen. Das gibt's aber nicht, wie ich die gern hab, diese total langsamen Plattformen. Ihr kotzt mich an! Okay. Ja! 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 Okay, welches. Ja, okay, das erste. Schön. Ja, das dritte auch. Okay, wahrscheinlich immer jedes zweite, kann das sein? Das hier tötet. Und dann gehe ich. Ach so, ja, okay. Alles klar. Ich verstehe schon. Und dann funktioniert. Also, wieso stürzt das denn so oft ab? Das kann doch nicht sein, oder? Das ist nicht möglich, dass ein Spiel so oft abstürzt. Ja, okay, ich sollte vielleicht darauf gehen. Und es kommen immer mehr Tode dazu, weil ich diesen diese Abschnitte hier über. Hallo? Das war Skill vom höchsten Niveau, würde ich mal wieder behaupten. Ich dachte gerade, das Spiel schmiert schon wieder ab. Dann hätte ich hier mein Gamepad gegen die Wand gefeuert und es aufgenommen. Dann hättet ihr euren Spaß gehabt. Das sind die Wandsprünge, die so nach hinten gehen, genau. Da wäre es gewesen, wenn ich abgesprungen wäre. Und da war ich wieder dumm. Ich bin so cool, ey. Ich verkack das hier die ganze Zeit. Obwohl das echt nicht schwer ist. Wo ist das denn bitte? Also, nee. Und dann springt der. Macht der den Doppelsprung nicht? Das ist noch mehr Buggy als I Wanna Be the Bashi. Das ist fast unmöglich, aber das ist so. Ja, Leute, I Wanna Be the Bashi ist Buggy. Das wollte ich nur nochmal so. Und das Bild fällt runter, deswegen müssen wir darüber springen. Ja, und das ist keine Safebox hier. Das ist wieder total geile Logik. Dass ihr keines. Und dann laufe ich da runter. Ich glaub's nicht. Das ist total cool. Ich kann mich gar nicht mehr halten. Toll. Schönes Spiel. Och man, wieso wird eigentlich. Wieso werden alle meine LPs zu Frustration LPs? Das kotzt langsam an. Das ist einfach nicht wahr. Außerdem sind das hier so Passagen, die echt einfach nur schaffbar sind. Die man nicht failen kann. Weil sie wirklich verdammt einfach sind. Das würden sogar die I Wanna Be the Guy Noobs unter euch schaffen. Ich habe da jetzt niemanden direkt beleidigt. Ich meine einfach nur, die immer schreiben, dass das Spiel total schwer wäre. Obwohl I Wanna Be the Guy nicht schwer ist. I Wanna Be the Guy ist alles, bloß nicht schwer. Zumindest jetzt noch nicht. Das klingt sehr ermutigend, oder? Das Bild fällt runter, deswegen wollen wir da mal nicht rein und so. Ach, der Wunderweg. Na, natürlich, der macht Spaß. Das ist echt teurer Spaß. Hallo, kommt hier nochmal was anderes? Ja, toll.
Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Steine kommen. Deswegen macht das sehr viel Spaß. Ich glaube, jetzt gehen wir nach oben, oder? Genau. Jetzt wieder nach unten. Jetzt irgendwie anders. Jetzt nochmal anders. Jetzt irgendwie nach rechts. Jetzt nach oben. Und nochmal nach oben rechts. Und keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr, wie die kommen. Das ist blöd, wenn man das nicht weiß. Als ich es noch oft gespielt habe, da wusste ich echt auswendig, wie diese verdammten Steine kommen. Aber... Uiuiui. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Vor allem jetzt gleich, wenn sie schnell werden. Das ist lustig. Eieiei, das war verdammt knapp. Nein! Nein, ich dachte, kommen! Okay, bis dann, Leute. Tschüss.